Wir haben uns bis jetzt nur mit dominanten und rezessiven Allelen beschäftigt. Wir wissen, dass sich dominante Allele im Phänotyp durchsetzen, also dass diese Merkmale im äußeren Erscheinungsbild ausgeprägt werden. Und wir wissen auch, dass rezessive Allele unterdrückt werden. Jetzt lernen wir allerdings noch eine weitere Form der Vererbung kennen, und zwar den sogenannten intermediären Erbgang. Bei einem intermediären Erbgang wird ein Merkmal auch von zwei unterschiedlichen Allelen bestimmt. Allerdings sind in diesem Fall beide Allele gleich stark und im Phänotyp prägt sich eine Mischform der beiden Allele aus. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Zunächst einmal haben wir eine reinerbig rote Blume, deren Genotyp wir mit zwei kleinen Rs kennzeichnen. Dann haben wir noch eine reinerbig weiße Blume, deren Genotyp wir mit zwei kleinen Ws kennzeichnen. Diese beiden Blumen werden wir jetzt miteinander kreuzen. Weil uns nur ein Merkmal interessiert, nämlich ihre Farbe, sprechen wir von einer monohybriden Kreuzung. Jede Blume gibt jeweils ein Allel an ihre Nachkommen ab. Wenn ihr euch noch an die erste Mendelsche Regel erinnert, werdet ihr wissen, dass sich in der ersten Filialgeneration nur Nachkommen befinden, die einen identen Genotyp und Phänotyp aufweisen. Sie besitzen also alle sowohl ein Allel für die rote Blumenfarbe als auch ein Allel für die weiße Blumenfarbe. Allerdings wird jetzt keines der beiden Allele unterdrückt, sondern es setzen sich beide Allele im Phänotyp durch. Somit erhalten wir nur Blumen mit rosa Blüten, also eine Mischform aus Rot und Weiß. Also sind auch hier die Nachkommen sowohl genotypisch als auch phänotypisch uniform. Du kannst diesen intermediären Erbgang auch in einem Kombinationsquadrat darstellen. Dafür zeichnest du zuerst ein Doppelkreuz, dann schreibst du in die obere Zeile und in die linke Spalte die Allele der Eltern auf und schließlich kombinierst du diese. Auch auf diese Weise erhältst du die Genotypen der einzelnen Nachkommen. Alle Blumen sind mischerbig und prägen daher eine rosa Blütenfarbe aus. Schauen wir uns jetzt noch die zweite Filialgeneration an. Dafür kreuzen wir zwei homozygote Blumen der ersten Filialgeneration miteinander. Laut der zweiten Mendelschen Regel müssen sich die Nachkommen genotypisch im Zahlenverhältnis 1 zu 2 zu 1 aufspalten. Wir erhalten also eine homozygot rote Blume, zwei heterozygot rosa Blumen und eine homozygot weiße Blume. Unsere Ergebnisse stimmen also mit der zweiten Mendelschen Regel überein. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gesehen, dass Merkmale nicht nur dominant und rezessiv vererbt werden können, sondern auch intermediär. Bei einem intermediären Erbgang setzen sich beide Allele phänotypisch durch und wir erhalten eine Mischform der beiden Merkmale.